Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Division. Jo, wir waren als letztes Jahr hier in der Operationsbasis, da konnten wir leider noch nichts ausbauen. So. Jetzt laufe ich aber mal hier rüber. Die letzten Folgen, die waren so voller Spannung und voller Rumfluchen und. Jetzt gehen wir mal ein paar Telefonnachrichten sammeln. Einfach nur so, weil was können. Ganz ruhig. Mal nochmal eine entspannte Runde. Das war noch nicht alles. Und dann müssen wir nachher mal gucken, was wir noch an Missionen haben. Also die Hauptstory, die letzte Mission, die war schon... Ja, war ziemlich heftig, ziemlich schwer. Hat auch einiges an Nerven gekostet. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Oho, bitte. Da hilft ja der Müsli-Riegel aber auch nicht, oder? Klar, wie viel Zeit ihr denn auf einmal? So. Den haben wir. So, das müsste es ja gewesen sein. Entspannt, entspannten Ründchen, genau. So viel dazu. Was haben wir denn hier? Nix. Nix. Gut, hier gibt es anscheinend nicht mehr wirklich was. Weiter geht's. So. John, hier ist Vic. Der hat gerade von der Nachtschicht angerufen. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Wärter muss es eingeschleppt haben und es sieht so aus, als käme die Versorgungssphäre nicht. Also bleib zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Das wird hart. Ja, aber sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikers Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so einem Scheiß festsitze. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Okay. Abgestürzte Drohne. Wir laufen wieder mal durch Manhattan. Wenn das ein Witz sein soll, ist er nicht lustig.
Mann, jetzt wird gleich komplett auf Block. Ich weiß nicht, da was. Irgendwo muss es doch da auch gehen. Aber wo? Aber wir wollen da nicht so gehen. Durch Manhattan. Die das ja so gerne von uns hätten. In Manhattan. Hat der was gegen uns? Hey. Ja, da geht's nicht auf. Ach, das hier sieht aber schon besser aus. Mal hoch. So. Das haben wir. Da ist die nächste Telefonaufzeichnung. Direkt um die Ecke. Hi, Leute. Tut mir leid! So, war's das? Glaube ja. Mhm. Hi, Baby. Hi, Baby. Sieht aus, als käme ich nach New York. Dann schicken die schon Militär nach Manhattan. Ist das so schlimm? Die Nationalgarde, Baby. Ist schon okay. Wir sollen der Polizei helfen und so. Und eigentlich darf das niemand wissen. Also behalte es für dich, ja? Ich ruf dich an, wenn ich mehr weiß, okay? Okay, ja, gut. Baby, okay. Ich bekomme hier langsam Angst, Jane. Beiß die Zähne zusammen und bleib drinnen. Es ist bald vorbei, du wirst schon sehen. Na, sie hat versucht, ihre Freundin zu beruhigen. Ob's was gebracht hat, werden wir wohl nie erfahren. Da ist schon die nächste Nachricht. Ey Mann, ich hab nachgedacht. Was meinst du, wie viele Wachmänner im Empire State heute wohl zur Arbeit gehen? Das ist eine biblische Scheiße da draußen, Mann. Und du willst in einem New Yorker Wahrzeichen auf Erkundung gehen? Genau. Der Scheiß ist biblisch. Willst du voll Eiter in einem Zelt abkratzen oder 400 Meter über der Stadt mit einem Selfie? Weder noch. Scheiß drauf. Los, so kenn ich dich. Scheiß drauf. Lass uns hoch. So, Telefonaufzeichnung. Was habt ihr Typen mit mir vor? Mich einfach gehen? Hallo? Ja,
So. Ka-ching! Hier sind die Gegner noch einfach. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja. Ist es. Was hast du gefunden? Du hast doch gesagt, wir teilen. Das ist aber kein Teilen. Lass uns in Ruhe. Hast du die Autos geprüft? Noch nicht. Einer ist hier. Wir brauchen euch in der Basis. Schnell. Roger, sind unterwegs. Wir rücken ab. Ich konnte nicht anders, Mann. Ich bin so hungrig. Ich glaube, da war was. Hey, frische Fußspuren. Aber da stehst du drin. Halte die Augen offen. Okay. Nordbahnhof am Ausgang, 8. Straße, treff uns doch. Okay. Ciao, Leute. Mann, sie sind schon da. Sarah richtet ein Hilfszentrum ein, gleich um die Ecke. Ich hab's dir gesagt, Mann. Die stecken hinter dem Virus. Sie holen auch die Nationalgarde her. In Kürze werden sie versuchen, uns zu impfen. Es geht nur um Kontrolle, Mann. Die eine Weltregierung. Nach 9-11 haben sie es mit der Grippeimpfung versucht, aber das hat nicht geklappt. Also kommt jetzt der nächste Angriff unter falscher Flagge auf das Herz der freien Welt. 9-11? Da warst du 8 Jahre alt. Hörst du nie auf mit diesem Verschwörungsscheiß? Hallo? Hörst du nie auf mit dem Verschwörungsscheiß, Alter? Dreh doch nicht am Rad. So, da ist die nächste. Telefonaufzeichnungen, yeah. Vollerie und Vollerei. Stadtverwaltung, Amtseinbürgerung. Was können wir Sie tun? Hier ist der Sergeant Max Cooper. Ich brauche Übersetzer, die Ihnen in die Pros helfen. Für armenische und westafrikanische Dialekte. Generell für alles, was selten in New York ist. Meistens haben wir Familien und jemand übersetzt für die anderen. Das geht ziemlich verrückt so. Ich mache ein paar Anrufe und melde mich bei Ihnen. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, Ma'am. Bitteschön, bitteschön. Bitteschön, der Herr. Alles gut, was will ich da alles für euch tun? So. Da ba ba da ba ba da ba da ba da ba 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 da ba 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 da ba ba da ba ba da ba 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 da ba ba da ba ba da ba ba da. Wie komme ich hier rein? Wo geht's da rein? Hallo? Gar nicht.
irgendwo muss ich doch da reinkommen. So klappt es nicht, du. So nicht. Telefonaufzeichnung. Da ist die nächste. Ja, hallo. Du auch. Ja, ja, genau. Sag ich auch immer. Das sag ich auch immer. Ja, das müssen sie. Wir halten durch, okay? Eine Telefonnachricht. Da geht's rein. Da werden wir sie finden. Die liegen ja hier meistens irgendwo in so einer Gasse. Ach, hallo. Hi. Guter Mann. René, hier ist deine Mutter. Ich habe deine Nachricht erhalten und ich weiß es, mein Schatz, schon lange. Und es ist okay. Was du auch tust, ich werde dich immer lieben. Aber... René, ich sehe die Nachrichten und mache mir solche Sorgen um dich. Du musst jetzt stark sein. Für dich und Julie. Ihr müsst aufeinander aufpassen. Ich liebe dich, René. Ruf mich wieder an. Ciao. Gut, das wäre in dem Bereich ja jetzt alles. So, jetzt hatten wir hier hinten aber noch einiges, was wir noch nicht haben. Wir machen jetzt erstmal diese Ecke sauber. Ja. Hier, ja, ab zum Safehouse. Ich weiß gar nicht, warum ich das ganze Zeug noch nicht habe. Betreten eines sicheren Bereichs. Das wissen wir. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Und runter mit dir. So, wo haben wir denn da die nächste? Da ist die Telefonauszeichnung. Laufen wir doch direkt dahin. Direkt um die Ecke. Oh, mitten im Schrottberg. Yay. Hey Mann. Hey Mann, ob du wohl schnell mal kommen könntest? Hm. Ich hab zu tun. Was brauchst du? Ja, also dieser Typ war in meinem Schlafzimmer und hat mein Zeug durchwühlt. Hab ihm eine verpasst und jetzt sitzt er gefesselt in der Badewanne. Scheiße, im Ernst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er kennt mein Gesicht. Er weiß, wo ich wohne.
Gut, ich bin gleich da. Ciao, Bella. Okay, da beenden wir hier an dem Punkt erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da oben da, ein Abo, falls ihr nicht getan. Und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.